Die Epidemie verbreitet sich schneller als jede andere Krankheit der jüngsten Geschichte. Die Behörden rechnen für heute Nacht mit weiteren Notstand. Ein stadtweiter Notstand wurde ausgerufen. Das CDC hat den unteren mittleren Westen der USA unter Quarantäne gestellt. Verbindlichkeit, Ehrlichkeit, Integrität. Das sind die Grundwerte, die das Fundament von Umbrella bilden. Es ist dieses Fundament, das uns allen langfristig eine bessere Zukunft bescheren wird. Willkommen, Freunde, zu Resident Evil 3. Ich kann von vornherein sagen, ich kenne nur den ersten Teil. Ich kenne den zweiten Teil. Aber ich kenne den dritten überhaupt nicht. Also ich werde so lost sein. Aber schauen wir uns das Ganze mal an. Und geben mal wieder alles. Möge das Abenteuer beginnen. Wie immer fängt es damit an, dass man irgendwo aufsteht. Wahrscheinlich zu Hause. Draußen das Wetter scheiße, alles ist düster. So, und schauen wir uns hier mal um. Alter, das ist aber ein Megasturm. Machen wir mal Fenster zu. Wir den ausmachen? Ne. Ah, ich weiß nicht, diese Fernseher sind immer gruselig. Das gehört wohl irgendwie dazu. Also entweder hat er stark gesoffen. Oh, Blut. Oder hat er echt Ach, sie ist das ja. Ah, da sieht man mal wieder, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Das kann ja alter werden. Ich hoffe, das ist nur ein Albtraum und wir fangen wieder von neun an. Ist ja meistens so, ne? Alter, was für ein Albtraum. Ah, alles klar. Habe ich es nicht gesagt, wir sind irgendwo eingeschlafen und wieder wach geworden. Hatten nur einen Albtraum. So ist es immer. Jede Nacht schlimmer. So fängt mittlerweile fast jedes Spiel an, habe ich das Gefühl. Noch drei Tage kann mich diese Stadt mal. Naja, ist auch eine Menge los, ne? Naja, das Bett in ihrem Traum sah aber sauberer aus. Ja, schöne Lampe. Was ist da draußen los? Ich würde sagen, totale Eskalation. Machen wir mal das Licht an. Jills Bericht. 26. September 1998. Seit dem Vorfall mit Umbrella sind bereits 2 Monate vergangen. Wegen meiner Suspendierung sind meine Ermittlungen leider noch nicht so weit fortgeschritten, wie ich es mir erhofft hatte. Vielleicht wird dieser Bericht und der letzte Dienst sein, den ich als STARS-Mitglied verübe. Ich kann nur hoffen, dass es hilft, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Okay, das wollen wir uns jetzt nicht alles durchlesen, weil wir wollen ja zocken.
Das hasse ich immer an diesen Spielen. Also ich finde es ja toll, dass sie sich so eine Mühe machen. Da gibt es ganz viele Notizen und so, alles super. Aber ich habe immer keine Lust, die alle durchzulesen. So. Was haben wir hier denn noch Wichtiges? Okay, das sind alles Dinge, die uns erstmal gar nicht interessieren, denke ich mal. Läuft wirklich wieder das Wasser. Warum macht sie jetzt nicht das Licht an? Hallo? Ah. Musst du noch näher rangehen. Ist aber penibel. Wie in ihrem Traum. Wenn sie jetzt noch blutet. Irgendwie hört sich das so an, als wenn die Tür hinter ihr so ein bisschen ruckelt, als wenn da gleich wer reinkommt. Was hier auf jeden Fall fehlt, in ihrem Traum lag da noch eine Pistole. Wer kann das sein? Ja, ich komme ja schon. Okay, ich komme schon. Alter, ruft nur mitten in der Nacht an. Mal wieder was zu lesen. Nee, wir wollen nicht lesen. Bin ich zum Lesen hier. Hallo? Jill, geht's dir gut? Brad, bist du das? Du musst sofort raus da! Wovon redest du denn? Ich kann's jetzt nicht erklären. Du musst da raus! Sofort! Okay, lass mich meine... Uiuiuiui. Leck mich an den Tisch. Ist das denn Godzilla oder? Oh. Und ich soll mit der kleinen Pistole den Platz machen oder was? Au. Mann, Mann, Mann. Als wenn ich. Wollte gerade sagen, als wenn die Tür da ihm retten würde. Sie. Ach, ich denke mal, das ist eine R, das gibt's ja nicht. Was hat er denn für Probleme? Habe ich die Miete nicht bezahlt, oder? Oh, der Schrank ist schon ein bisschen massiver. Was zur Hölle? What the fuck? Wirklich? Ja, genau. Jetzt müssen wir hier wieder ran. Gerade warum der gerade hinter mir hinterher ist. Alter. Mann. Langsam reicht's mir aber. Ih, was hat der denn da Ekliges? Ah, sehr gut reagiert. Oh, nicht gucken, laufen. Wir befinden uns ja gerade in Gefahr. Oh. Das Mädel hält da mal eine Menge aus. So, runter da. Oh nein. Alter. Ist der Typ überhaupt aufzuhalten? Genau. Sie natürlich nur in ihren kleinen Top und mitten im Feuer. Ne? Alter, der Typ geht ja ab. Mann, Mann, Mann. Und ich glotzen. Lauf. Oh, mal diese Glotzerei. Als wenn ihn das aufhalten würde. Los, komm, lauf. Alter, sind wir alle am Durchdrehen. Jill? Hier drüben! Brad! Geht's dir gut? Was war das für ein Ding? Keine Ahnung. Aber es ist hinter den zwei letzten Stars her, die noch in der Stadt sind. Dir und mir. Ich bleib nicht hier. Sieh dich um. Je länger wir warten,
desto schlimmer wird's. Na komm, lass uns abhauen und nicht labern, ey. Der Typ, der ist doch da oben noch im Gebäude. Ist das alles so schnell passiert? Weiß nicht. Aber eine Katastrophe führt immer zur nächsten. Ist wie Arkley, nur viel schlimmer. Anstatt dass der Typ mir mal hilft, ne? So, kein Gentleman. Hey, warte! Hier unten! Und rennt da noch weg. Pfosten. Alter, sprinten, der Typ hat mich halb zermatscht. Ja, was uns eindeutig fehlt, ist jedenfalls eine Knarre. Oh, das ist nicht gut, vom Zombie gebissen zu werden. Lass uns hier abhauen! Komm, Jill! Du weißt, wie das endet! Nein, tu ich nicht! Sind wir noch ein Team? Immer! Dann hau ab! Und versau's nicht wie ich! Geh! Das fängt da so an als Fluchtspielen, das ist ja sehr schön. Ah, alles klar. Endlich mal was zum Spielen. Oh, komm, ich bin Headshot-Meister. Ich würde sagen, wir hauen erstmal ab hier. Haben wir gar keine Munition mehr. Ich sag ja, ich bin im Spiel bestimmt wieder total lost. So, keine Munition. Hier komme ich nicht weiter. Ach doch, hier unten ist irgendwas. Oder? Jetzt wurde ich gebissen, ja. Wie geil ist das denn? Ist das schon wieder für ein Arsch? Der keine Munition oder wie? Wenn ich da wieder reinlaufe, ist auch scheiße. Kann sie da rüber springen? Nee. Mensch, warum habe ich denn hier kein... Los, Mensch, ver... Ah. Alter, da brauche ich doch nochmal eine Anti-Zombie-Spritze, oder? So, wie komme ich denn hier weiter? Ach, ich kann doch auch kriechen, oder? Ah, alles klar. Sehr schön. Naja, ich laufe ja schon. Ja, dann kommst du halt nicht mit, hast du Pech gehabt. Ah, Pistolenmunition, super. Wenigstens finden wir mal sowas locker im Parkhaus. Boah, Alter, dann sind der eklige Viecher unterwegs. Ey, beruhig dich, Pokerhunters. Ich hoffe, dass der Fahrstuhl noch geht. Ah. Mist. So, jetzt aber. Jawohl, Bruce Lee. Komm schon. Ja, das
das ist doch mal was. Ein Fahrstuhl, der funktioniert. Meistens muss man immer irgendwelche Sicherungen einsetzen oder Strom anschalten. Oha! Oh Mann! Die muss aber ganz schön was aushalten. Die muss ja schon mehrere Knochenbrüche haben. Oh nein, er schon wieder. Sorry. Er als Mensch verkleidet. Schon. Spring an, verdammt! Los, komm! Spring an! Oh, das war keine gute Idee. Eieiei. Und das überlebt. Ich meine, für den Typen ist das wohl kein Problem, aber... Oh, da tun Anja selber die Knochen weh. Wieder am Laufen und am Fliehen. Ey. Naja, wo der Überlebenswille da ist, da ist ihr gegönnt. Weil der Typ hält aber eine Menge aus, der ist ja unsterblich. Ui. Endlich mal einer mit einer vernünftigen Handschrift. Hey, ob das gereicht hat? Wer sind Sie? Was machen Sie? Ich bin Carlos. Ich rette dich. Komm, bring wir dich in Sicherheit. Wow. Ich glaube, wir sind sicher. Hoffentlich. Der Typ weiß, wie man Instrumente spielt. Hierher? Meine Jungs haben aus einer U-Bahn einen Schutzraum gemacht. Ist sicher. Geht schon. Brauchst du einen Raum? Okay, versteh schon. Gehen wir. Ach komm schon. Welcher Idiot hat hier zugemacht? Wir müssen leider einen Umweg nehmen. Hey, was weißt du über dieses Monster? Nichts. Hab sowas noch nie gesehen. Aber das ist kein Zombie. Er weiß, was er will und er hört nicht auf, bis er es kriegt. Fallen dir solche Männer nicht? Nein, danke. Du kannst ihn haben. Ja, den würde ich auch nicht nehmen. Zu. Ich verspreche dir, du bist in guten Händen. Also, wenn ich eine Frau wäre. Ich gehöre zum Umbrella Biohazard. No homo. Kurz UBCS. Sag mal, willst du mich verdammt nochmal verarschen? Ihr seid für das alles verantwortlich. Wow. Wovon redest du da? Du brauchst mir ja nicht zu vertrauen, aber ich gehe zum Schutzraum. Kommst du mit? Ja, ich komme ja mit. Aber hör auf, mich zuzulabern. Komm, hier geht's lang. Mann, hat die Frau viel ausgehalten. Unglaublich. Oh, es fährt noch eine U-Bahn. Hey, Captain. Diese nette junge Frau braucht Hilfe. Carlos, du hast diese nette junge Frau nicht nach ihrem Namen gefragt? Sie gehört zu einer RPD-Elite-Einheit, ist ein Mitglied von STARS. Jetzt übertreib mal nicht. Ihr Name ist irgendwas Valentine. Ich bin Jill. Freut mich sehr, Jill. Ich bin UBCS-Kolonnenführer Michael Victor. Mein Team ist hier, um Zivilisten zu retten. Oh, okay. Den hat sie auch ganz schön erwischt. Und wie läuft's bislang? Die Stadt ist komplett abgeschnitten. Isoliert. Die meisten der 100.000 Zivilisten werden wohl tot enden. Korrektur. Untot.
Untot. Meine Kolonne hat heftige Verluste erlitten. Nicht mal sie am Leben zu halten, schaffe ich noch. Danken Sie Ihrem Firmenmanagement dafür. Ja. Nun, wir tun alles, was wir können. Wenn wir diese U-Bahn in Gang bekommen... Ah, diesmal ist es nicht der Fahrstuhl, sondern die U-Bahn, die man in Gang setzen muss. Wir brauchen Hilfe. Meine Männer schaffen es nicht allein. Okay. Ich helfe. Aber ich bin auf deren Seite, nicht ihr. Oh, hey. Alles klar, wir wollen dasselbe. Danke, Jill. Okay, Superkopf. Hier. Damit bleiben wir in Kontakt. Ich weiß, was das ist. Ja, bedankt euch alle später. Ihr wisst ja gar nicht, ob ich es mit ihr schaffe. Geh hoch zur Straße. Da findest du Vorräte. Ist gut. Scheiße, Captain. Die haben ihn ordentlich zugesetzt. Na, hier ist nochmal. Ich werde es überleben. Ich werde es überleben, okay. Lesen wollen wir nicht. Sturmgewehrmunition, ne? Das ist ja nice. Wir haben sogar ein Sturmgewehr. Wie läuft, oder? Nee. Aber wo ist denn unser Inventar? Ach klar. Sturmgewehr. Ausrüsten. Ey, ich habe ein Sturmgewehr und laufe die ganze Zeit mit so einer kleinen Pistole rum? Was stimmt mit der nicht? Sturmgewehrmunition, so. Ist hier noch mehr? Nee, das war's erstmal. Ja, das ist doch Musik. Damit können wir auch ein schönes Instrument spielen. Und hoffentlich viele Zombies in die Hölle jagen, wo sie hingehören. So, Titelseite. Nein, wollen wir nicht lesen. Jill, hier Carlos. Bist du schon oben? Noch nicht ganz. Wie lautet der Plan? Der Alte lässt mich die Schienen freischaufeln. Könntest du das U-Bahn-System wieder in Gang bekommen? Wie stelle ich das an? Als erstes brauchen wir Strom. Ich navigiere dich zum Unterberg, sobald du bei der Hauptstraße bist. Verstanden. Beeilen wir uns. So, eine 9mm wird Schuss bekannt. Achso, da kann ich meine Sachen hinterlegen. Alles klar. Ja, Kräuterfachbuch, alles klar. Kite Bros, okay. Sieht fast so aus, als könnte ich es starten, wenn ich das richtige, was auch immer, einlege. Das glaube ich auch. Was war denn hier noch? Ach, auch eine Kiste zum Ablegen, okay. Ach, hier können wir speichern, alles klar. Ich dachte, er speichert automatisch, aber okay. Ist auch mal ganz nett. So. Mal gucken, dass wir ja auch alles looten, dass wir nichts liegen lassen. So, kleiner Regiefehler. Ihr Sturmgewehr ist gar nicht zu sehen gewesen, nehmt. Okay, viel mehr Kraft hat die Plempe aber auch nicht. Und ich überlege, ich habe mit der Pistole ein paar Headshots verteilt. Das war halt ein Schuss weniger oder so. Natürlich auch viel mehr Munition, ne? So. Oh, überall Zombies, ey. Das ist ja Carlos, widerlich. Die Hauptstraße erreicht. Wohin jetzt? Siehst du einen großen Strommast? Das ist das Unterwerk. Um hinzukommen, musst du durch die Gasse rechts von mir. Du meinst die Gasse, die brennt? Eine kühle Schönheit wie du wird doch bestimmt mit etwas Feuer fertig. Leck mich.
löschen. Ja, mit was löschen? Kampfmesser wird wohl nicht funktionieren, ne? Nee. Braucht man da einen Schraubenschlüssel oder wie? Oh. Mann, Mann, Mann. Ihr hättet wieder ihr Sturmgewehr nicht dabei. Also, Capcom, bitte einmal nachjustieren. Was mich wundert, dass ich wurde so oft gebissen und bin nie ein Zombie geworden. So. Ich glaube, wir laufen mal hier lang. Das kann gar nicht so verkehrt sein. Das Nachladen. Mein ewiger Schwachpunkt. Oh, nachladen. Ja. Die sind aber echt zäh, muss ich sagen. So, jetzt brauche ich schon wieder langsam Munition. Was ist das denn hier? Ach, kann ich darauf schießen? Er explodiert der Behälter? Ah, alles klar. Das heißt, das nächste Mal, wenn Zombies kommen, kann ich Munition sparen. Schießpulver. Okay, dankeschön. Sonst noch was zu looten? Okay, hier geht's rein. Nix. Geht auch nicht. Okay. Dann lassen wir das erstmal. Schmuckkästchen gefunden. Das ist doch nice. Das passt doch hier zu meiner Prinzessin. Grünes Kraut. Ah, alles klar. Das kennen wir ja auch noch von früher. Aus dem ersten und zweiten Teil. So. Gar nicht verkehrt, dass man verschiedene Speicherstände hat. Nicht immer nur einen. Aber ich will jetzt mal was gucken im Inventar. Sie können Objekte im Inventar näher untersuchen, indem Sie sie auswählen und die Lupe untersuchen wählen. Okay, genau. Das wollte ich mir mal machen. Ja. Na, was mache ich denn hier verfaxen? So. Die Lupe, ja, aber wo, wie aktiviere ich denn hier die Lupe mit jetzt? Völlig verrückt. Nee. Ach nee, bei denen ist ja nicht rechte Maustaste, sondern linke Maustaste, ne? Hier können wir untersuchen. Alles klar, jo. Super, dann gucken wir mal, was können wir denn mit dem Messer machen? Kampfmesser. Na okay, nützliche Notlage. Sturm unterwegs ausschalten. Schießpulver, Standardschießpulver. Wenn man zwei Einheiten davon kombiniert, erhält man Pistolenmunition. Ah, alles klar. Super, können wir gebrauchen. Objekt benutzen. So, jetzt sind wir wieder gesund. Ein falsches Rubin offenbar so gefärbt, dass man irgendwo hineinstecken kann. Okay. Alles klar. Sonst noch was? Nö. Kann ich das irgendwie aufschießen oder so?
Ja, das geht auch nicht, aber ich werde mal nachladen. Lässt da eine Musik laufen? Ah, Schießpulver. Also jetzt testen wir das mal. Kombinieren mit dem anderen. Ah, alles klar, super. Können wir die auch übereinander legen? Nee, das geht nicht. Okay, schade. Von überall. Ah. Mann. So, aber ich will noch mal gucken, ob es hier was zum Einsammeln gibt. Weil manchmal liegt ja irgendwie noch Munition oder so rum. Oder müssen wir sogar hier lang? Macht der denn da pinkeln oder was? Okay. Alter, was hast du denn für Leiden? Ja, komm schon. Alles klar, prima. Ah, okay. Hier haben wir wieder die grüne Pflanze für unsere Gesundheit. Das ist sehr gut. Wieder hochwertige Schießpulver sogar. Ich vermute mal, da können wir den Sturmgewehrmunition mit herstellen. So, Pistolenmunition. Komm, jetzt laden wir nach. Das habe ich bei Hans Showdown gelernt. Man sollte immer nachladen. Okay, dann müssen wir mal hier rumlaufen. Ich war der Meinung, dass hier noch was angezeigt wurde. Nee, das ist nicht der Fall. Okay. Und dann rennen wir mal raus. Okay. War also hier nur, um nochmal zu looten. Da geht sogar eine Treppe hoch. Pistolenmunition, super. Feind ja überall. Also die Zombies sehen aber mittlerweile schon ganz gut aus. Wenn ich überlege, wie die früher mal ausgesehen haben bei Resident Evil 1. Es war ja auch schon nice, sage ich mal. Aber das hier, das übertrifft es natürlich bei weitem. Ja. Okay, Tagebuch wollen wir auch nicht lesen. Schießpulver, sehr gut. Geht's wieder nach draußen, aber gucken drin nochmal. Das ist so ein Tresor. Oh, Mensch, macht doch nicht mehr so eine Faxen. Schreck ich mich immer. Näher ran. Obwohl, das ist, glaube ich, sinnlos, ne? Da müsste ich ja irgendwo lesen. Ja, da sind wir wieder beim Lesen. Wahrscheinlich hätte ich das Tagebuch mal lesen sollen. Kann ich die eigentlich irgendwo einsehen? Oh, nachladen? Nö. Okay, dann hauen wir erstmal ab. Das ist wahrscheinlich noch ein schönes Goodie. Was wir jetzt erstmal nicht brauchen.
Wir gehen nochmal oben lang. Oh yeah, hat er gesagt. Ein Zombie, der sprechen kann. Komm her, ich geb dir gleich hier. Hier mal schön nachladen. Jawohl. So, Schießpulver, sehr gut. Mal gleich kombinieren, dann nochmal mehr Platz in unserem Inventar. Na, ah, ich drücke mal die rechte Maustaste, das ist doch nicht hier Windows, das ist Resident Evil 3. Kombinieren, so, super. Munition ist immer gut. Gehen wir hier mal runter. Bis wir soweit alles abgesucht haben. So, da war es schon gewesen. Geile Schatteneffekte. Alter, diese Zombies. So, können wir jetzt hier rüber klettern? Nein, das ist nicht der Fall, also weiter. Von da kamen wir ja auch. Ich glaube, das ist auch richtig, dass wir jetzt in eine andere Richtung laufen. Wir sollen ja in diese Gasse hier. Aber ich habe immer noch nicht den Schlüssel gefunden hier. Wie soll ich denn das benutzen? Schießpulver bringt ja auch nichts. Mir fehlt eindeutig ein Schraubenschlüssel. Okay, raus da. Ja. Oder ich muss einen anderen Weg finden. Und da sind wir wieder bei dem Thema. Ich bin total lost. So, da waren wir schon. Kann aber sein, dass wir da auch lang müssen. Okay. Hast du eine Kette? Brauchst du eine Zange oder wie? Ich dachte, man kann die aufschießen. Oh Mann. War das nicht in alten Spielen so, dass man die immer aufschießen konnte? So, da ist wieder die Gasse. Hier ist kein Kofferraum. Vielleicht kriegen wir das jetzt mal mit dem Messer auf. Nee. Boah, das ist doch... Wo kriege ich denn diese beschissene Zange her? Ich habe da bestimmt wieder irgendwas übersehen. Das heißt, wir gehen hier nochmal runter. Das ist, glaube ich, der einzige Weg, der so ein bisschen plausibel ist. Ich dachte, die Autofelge hat irgendwie geleuchtet oder so. Wo geht's denn eigentlich da lang? Achso, da sind wir ja runtergekommen. Ja, genau. Nee, dann gehen wir nochmal runter ins Gebäude. Und zwar in dieses, ich weiß nicht, ob das ein Supermarkt war oder so. Komm.
Tresor, oder? Ist hier in dem Tresor irgendwas, was wir brauchen? Kostüme wurde hinzugefügt, okay. So, wir schauen uns nochmal an die Option, und zwar die Steuerung. Was haben wir denn hier? Sprinttypen. Controller. Wir spielen es ja nicht mit Controller, wir spielen es mit Tastatur. Wie sich das für ein PC gehört. Tastenbelegung. So, Waffe ziehen, Angriff, interagieren, nachladen, ausweichen, Munition wechseln, Sprinten, schnelles Umdrehen, Kamera zurücksetzen, Karte öffnen mit M, Inventar öffnen, mit Tab bestätigen. Okay. Alles klar, das heißt, das ist schon alles richtig, wir haben nur das eine im Menü. Ach, hier sind die Akten, oh Gott. Man sollte auch mal echt doch öfter mal ein bisschen lesen hier. So, was haben wir denn? Haarwasser von Umbrella. Der neue Safe ist einfach perfekt. Niemand kennt die Kombination. Noch nicht einmal meine Frau. Ist ein Geheimnis zwischen mir und meiner wunderschönen Aqua-Cure-Königin. Und sie würde nie einen Dieb verraten. So. Ja, toll. Das ist ja schön, dass das ein Geheimnis ist zwischen dir und deiner Frau, aber ja, das scheint wohl nicht so wichtig zu sein. Weil dann wäre irgendwo schon eine Kombination. Also wir müssen auf jeden Fall irgendwo eine Zange finden. Das ist ja wohl eindeutig. Eine Zange oder ein Schraubenschlüssel, damit wir den Hydranten dann öffnen können. Oh, hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Oh. Alter, diese Zombies sind überall. Löschschlauch. Ah, alles klar. Wir brauchen keine Zange, wir brauchen Löschschlauch. Ne? Das muss mir doch mal einer erzählen. Wenn Sie ein Objekt zum Öffnen einer Tür oder Lösen ein Rätsel benutzen, wählen Sie im Inventar benutzen. Okay. Wir haben aber nichts, wo ich sage... Ne, das könnten wir benutzen damit. Ich vermute mal, wir brauchen eine Zange. So, kommt jetzt hier ein Zombie raus. Hier ist noch Schießpulver. Das können wir gleich mal kombinieren. Ah ne, gar nicht. Schade. Handgranate. Ihr Inventar ist voll, ja super. Warte mal, hier haben wir doch. Gehen wir nochmal rein. Wir haben doch hier zweimal. Ja, wieder rechte Maustaste, so links. Kombinieren und Flintenmunition hergestellt. Super. Irgendwas muss ich. Ach nee, warte mal, wir haben jetzt ja einen Platz. Und Granate. Ja, wir könnten hier eine Granate damit mal benutzen. Nö. Okay, wir haben auf jeden Fall den Löschschlauch, damit es dann weitergeht. Das ist wieder eine Notiz, die mehr nichts bringt, weil da wieder nichts drin steht, was mich irgendwie weiterbringt. So, hier waren wir noch nicht drin. Büro der U-Bahn-Gesellschaft sein. Was steht denn da unten für ein kleines Mannequin? Ah, wackelt sogar. Wieder viel zu lesen. Das ist echt krass, ne? Aber
Wer schreibt denn diese ganzen Skripte bei so einem Spiel? Alleine deswegen lohnt sich das ja schon, so ein Spiel zu kaufen. Also wer, was das für eine Arbeit sein muss, so einen Text zu schreiben und so viele Dinge zu entwerfen. Ich weiß gar nicht, wie viele Spieler das überhaupt lesen. Man müsste es eigentlich machen, aber ich denke mal, wir wollen ja Action haben und deswegen machen wir es jetzt hier nicht. Aber es ist auf jeden Fall schon krass. So. Donuts, genau. Hier wollte ich eigentlich rein. Aua. Ah. Ah. Assi. Oh, kann ich gleich mal ein Kräuterchen nehmen, ne? Komm her. Benutzer, gesund, super. Ah ja, hier kann man ja nicht weiter. Ah, hier ist der Laden, hier waren wir ja auch schon drin. Ist aber immer noch ein Zombie. So, hier kommen wir nicht weiter. Okay, also, wir wissen ganz genau, was wir jetzt machen müssen. Wir müssen jetzt nach oben wieder gehen, zurück. Dann in die Seitenstraße und müssen den Schlauch benutzen. Alter. Das ist ja scheiße, aber der wird doch Munition haben, oder? Nee. Nachladen, nicht vergessen, Mädel. Auch zu. Hä, wie... Bin ich bescheuert? Wie bin ich denn hier vorhin hochgekommen? Oder runtergekommen? Oder muss ich hier einmal durch den Laden und dann auf... Ach, alles klar. Und dann ist das hier der Ausgang. Ja, genau. Hier wollte ich hin. Super. Ich hoffe, jetzt kommt hier kein Zombie mehr. Ich habe ja alle platt gemacht. Nicht, dass die wieder respawnen. So. Alles klar. Jetzt... Kann's losgehen. Jawohl, ich bin Feuerwehrmann. Das ist ja wie Krisu, der kleine Drache. Ich weiß nicht, wer den noch von euch kennt. So, Tür auf. Vielleicht sind wir jetzt schon mal weiter. Ah, hier ist eine Zange. Super. Bolzenschneider ist das. Sorry, ich Zange, Bolzenschneider. So, das heißt, wir können jetzt... Ist jemand hier drin? Ich würde sagen, ja. Ja, der geht ja... Das ist ja Blödsinn, das ist ja hier ein Schloss. Das hier ist ja ein... Ich vermute mal, dass dahinter ein Zombie ist. Jetzt könnte man natürlich zurücklaufen und die Schrotflinte holen. Aber... Nee, das machen wir erstmal nicht. Bist du UBCS? Ja, Vorsicht, Vorsicht. Komm, schau mich nicht so an. Ich bin nicht infiziert. Okay, kümmern wir uns. Nein, 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 bitte! Oh. Was soll das? Er war infiziert. Vielleicht war er infiziert. Ihr Stars seid zimperlich. Darum sind so viele von euch tot. Und was bist du, UBCS? Bringst deine eigenen Leute um? Er hätte sich verwandelt. Wo ist dein Überlebensinstinkt? Geh zurück zur U-Bahn-Station. Wir brauchen kein Weichei wie dich, das uns behindert. Ja, das ist aber nett. Flintenmunition.
Pistolenmunition, sehr gut. Hier ist ja noch ein Zettel. Notiz. Okay. Ach du Scheiße. Ah, die habe ich früher schon immer gehasst. So, jetzt aber platt. So, Nachladen nicht vergessen. Das ist eigentlich, wenn ich I drücke mit der Gesundheit, aber Gesundheit ist in Ordnung. Ach, hier hätte ich auch wieder mehr drauf das Grüne schießen können. Weg da vom Zaun. Wir gucken hier nochmal. Meistens liegt er ja in der Ecke noch versteckt was rum. Nein. Okay. Ich glaube, da lag eine Sprayflasche rum. Kenne ich auch noch von früher. Yo. Was bist du denn her? Oh, das ist ja... Kommt wirklich aus allen Ecken und Richtungen. Und da musst du so aufpassen. Oh, das... Guck. Wo steht er denn wieder auf? Ich dachte, er wäre tot. Nichts. Schießpulver, okay. Gucken wir mal, dass wir es gleich kombinieren können. Ne, wir haben nur einmal Schießpulver. Okay. Müssen ja mal ein bisschen schauen, dass wir unser Inventar, oh. Habe ich da auch schon erschossen? Ja, wir sollten mal schauen, dass wir unser Inventar mal auffrischen. Oder besser gesagt, immer ein Slot frei halten. Damit wir überhaupt alles einsammeln können. So. Sturmgewehrmunition. Jetzt muss ich mich von irgendwas verabschieden. Ich lass mal die Granate weg. Wegwerfen. Ja. Sturmgewehrmunition ist besser. So, jetzt sind wir hier. Gürteltasche. Ah, Gürteltasche ist gut. Ich hoffe, dass ich da noch ein bisschen mehr tragen kann. Oh, super. Ja, ein Rucksack wäre noch ganz nett. Habt ihr noch einen Rucksack für mich? Hier könnte ich Sachen ablegen, aber dann müsste ich ja hier wieder zurücklaufen. Machen wir nicht. So. So, Freunde. Ich würde sagen, fürs erste geiles Spiel. Viel Action. Richtig, richtig gut. Gefällt mir. Ist auch nicht so zu Adventure-lastig. Gab ja einige Kritiken, die gesagt haben, es ist ein reiner Action-Shooter. Aber mir gefällt das. So, wem das Video gefallen hat, bitte Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Teil. Wir werden es auf jeden Fall bis zum Ende spielen. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Euer Just Svenny.